Irgendwann und irgendwie kann sie jeden einmal treffen. Die Faszination für die Jagd. Wer in Deutschland auf die Jagd gehen will, benötigt einen gültigen Jagdschein. Diesen erhält man durch erfolgreiches Ablegen der Jägerprüfung. Die Jägerprüfung fällt in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich aus. Das liegt daran, dass jedes deutsche Bundesland sein eigenes Landesjagdgesetz hat. Wild zählen die dem Jagdrecht unterliegenden Säugetiere. Als Federwild werden die dem Jagdrecht unterliegenden Vögel bezeichnet. Das Schalenwild umfasst die dem Jagdrecht unterliegenden Paarhufer, Boviden, Cerviden und das Schwarzwild. Die Klauen des Schalenwildes werden in der Jägersprache als Schalen bezeichnet. Das Schalenwild zählt gleichzeitig zum Haarwild. Zum Hochwild. Man unterscheidet das geweihtragende Schalenwild, die Cerviden. Das horntragende Schalenwild, die Boviden. Und das Schwarzwild, die Wildschweine. Merke, das Schwarzwild ist als einzigste Schalenwildart kein Wiederkäuer. Alle anderen Paarhufer sind Wiederkäuer. Boviden sind Hornträger. Ihre Hörner, auch Krucken oder Schnecken genannt, sind hohl und sitzen auf langen Stirnzapfen und wachsen ein Leben lang mit. Sie werden nicht abgeworfen. Merke, bei den meisten Boviden tragen beide Geschlechter einen Kopfschmuck, also Hörner, Krucken oder Schnecken. Boviden besitzen eine Gallenblase.